Hallo meine wundervolle Waage. Herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Engelgeflüster Tarot. Wenn du neu bist, freue ich mich, dass du mich gefunden hast. Und wir räuchern uns heute ein bisschen in Grund und Boden. Das ist jetzt die fünfte Legung, wo wir räuchern, räuchern und nochmals räuchern. Es ist wirklich sensationell, was wir hier räuchern. Meine Lieben, wir flambieren jetzt natürlich auch nicht den... Guckt euch das mal bitte an. Das ist doch nicht mehr von dieser Welt hier. Hallo erstmal. So, genau. Es ist Wahnsinn, was wir hier für Energien haben heute. Mein lieber Herr Gesangsfeind, ich lasse es auch ein bisschen an. So, nicht berühren. Die Kerze ist auch bald runtergebrannt. Das müsste noch für eure Legung reichen. Meine Lieben, fühlt euch umarmt, geküsst, gedrückt oder sonst irgendwas. Ich hoffe, liebe Waage, du befindest dich bei bester Gesundheit. Ich hatte jetzt 4 Tage ein bisschen Pause von euch. Das ist nett, ne? Aber der Zwilling brauchte das. Der Zwilling wollte nicht durchdrehen. Außerdem mangelt es an Qualität des Videos, wenn ich nicht in meiner Mitte bin. Ja, so ihr Lieben. Also, für alle die neu sind. Erste Reihe, erste Woche, zweite Reihe, zweite Woche. Das sind unsere Orakelkarten, mit denen wir arbeiten. Und ich danke nochmal euch für eure Spenden auf PayPal. Und wer gerne auch spenden möchte, kann es auch tun über den Thanks-Button. Ja, damit unterstützt ihr mich auch. Und alle Spenden, die ich kriege, die werden reinvestiert in Karten oder in Kerzen oder in was weiß ich. Und dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken, weil das ist auch ein Ausgleich. Falls ihr es grummeln hören solltet, das ist mein Magen. Ich habe nur keine Lust, was zu essen, weil mich stört das. Auf Toilette gehen finde ich doof und essen finde ich jetzt auch gerade doof, weil ich möchte jetzt, ich bin so voller Power und möchte jetzt gerne eure Videos drehen. So, da muss jetzt mein Magen ein bisschen warten, aber wie gesagt, ich werde nicht verhungern. Und von dem her macht euch bitte keine Sorgen, ist alles im grünen Bereich, dem Zwilling geht's gut. Der dreht gerade nur ein bisschen doof durch, also doof durch, nee. Seht ihr, geht schon wieder los. Meine Lieben, ich ganz ehrlich, ich lag 2 Tage jetzt mit Migräne. Und ich weiß nicht, wer von euch hatte dieses Gewitter? Gewitter und Regen. Gestern bin ich eingeschlafen vor Kopfschmerzen und wache doch prompt und wie von einer Tarantel gestochen, wache ich auf, weil meine Gardine war nass, es regnete rein, ich hatte hier ein bisschen Land unter und dachte so, what? Punkt, Punkt, Punkt. Was ist denn hier los? Und das mit Kopfschmerzen. Ihr wisst, ne? Wer Migräne hat, weiß, um was es geht. Ja. Also, seht mir bitte nach. Ich muss mal ganz kurz was trinken, damit mein Magen nicht so grummelt. Ich habe keine Lust, was zu essen. Ach, ist das wieder schwer heute. Ich beneide mal die Moslems, die Ramadan machen. Für alle Moslems, die hier auf meinem Kanal sind, ich beneide euch, weil keine Süßigkeiten... Fasten, mein lieber Herr Gesangsverein. Also, es ist ja unfassbar. Also generell, die Menschen, die fasten. Wunderbar. Ich habe mich damit leider noch nicht so wirklich auseinandergesetzt. Aber es ist wirklich eine Sache da, also Chapeau, Respekt, ne? Also das ist schon wirklich, um die Energie zu klären, ist Fasten, glaube ich, ganz gut, ne? Also ich faste ja so, wie ich das mache. Also ich faste ja nicht so, wie man es so kennt, sondern... Ich faste jetzt auch gerade, indem ich mehr trinke, so. Also, wie gesagt. Aber es ist, glaube ich, eine ganz tolle Sache. Und im Übrigen ist jetzt gerade mein Wachs auf meine Decke geklickert. Ich glaube, ich kriege jetzt zu viel. Naja. Wie hat Oma das früher gemacht? Wartet mal, mit Löschpapier und Bügeleisen. Wer kennt das? Löschpapier und Bügeleisen. Und dann gebügelt und dann ist der Wachs im Löschpapier und die Decke ist wieder sauber, ne? Ach, diese alten Tugenden, Leute. Ich werde nostalgisch hier heute noch. Naja, früher hätte ich mich aufgeregt. Heute sage ich, dann ist es halt so. Warum geht denn bei euch jetzt das Licht aus, liebe Waage? Also wenn jetzt das Licht ausgeht, dann müssen wir ohne Kerze weitermachen. Ich puste es mal aus, weil danach ist Holz. Nicht, dass hier die Kerze anfängt zu brennen. Also, ich meine meinen Tisch. Ja, Leute, so ist das. Das ist ja ein spannendes Video hier bei euch. Naja. Was soll ich nur dazu sagen?
Ja, seht ihr, ich singe ein bisschen und schon kommt die Karte geflogen. Leute, ihr dürft einfach nur kreativ sein, ne? Ein bisschen spinnen hilft, um die Karten springen zu lassen. Denkt bitte daran, es sind kollektive Legung. Sie treffen nicht auf jeden zu. Zeit ist fließend. Die Zeitfrequenz von Anfang bis Mitte des Monats ist nur eine leichte kleine Tendenz, weil je nachdem, wo ihr steht in eurem Entwicklungsprozess, seid ihr genau in dieser Legung mit drin oder halt auch nicht. Meine Lieben, hier haben wir die Hexentarots, die werden wir benutzen. Die Outcome-Karten, also beziehungsweise die Überschriftenkarten werden wir benutzen. Und ich würde sagen, wenn du sagst, nö, das ist nicht meine Legung, schaltest du bitte gerne dein Mond-Venus-Aszendent-Video ein, weil da wirst du dann auch geholfen. Ne? Es geht hier in der ersten Woche um Geld. Erlaube dir, Geld für die Erfüllung deiner Träume zu haben. Ich bin Millionär. Ich bin reich. Ich liebe Geld. Das sind alles diese kleinen, leichten Mindsets, die man hier in seinem Leben haben, ziehen kann, sich umswitchen kann. Positives Denken, positive Meinung zu Geld ist ein Thema hier. Definitiv ein Thema. Anfänge, Ost. Okay, hier geht es darum, um voranzugehen in einer finanziellen Angelegenheit. Also ziehst du bitte Geld in dein Leben. Beschäftige dich bitte, liebe Waage, mit dem Thema Geld. Es ist ganz wichtig, dass du dich hier mit dem Thema Geld beschäftigst, auch wenn das Licht ausgeht. Und die Kerze erlischt, weil ich nicht wollte, dass es jetzt brennt. Ja, aber es ist ein Zeichen. Also beschäftige dich bitte mit dem Geld. Du wirst hier in Bezug auf Geld neue Anfänge machen. Wie auch immer. Wir gucken uns das Ganze jetzt an. Also, Manifestation in Bezug auf Geld. Manifestation, Geld. Geldanfänge. Geldanfänge für die Waage. Um was geht es hier bitte? Geldanfänge für die Waage. So. Du kannst dich nicht entscheiden. Du hast verschiedene Möglichkeiten, wie du Geld finanzieren kannst. Oder wie du in Geld finanzieren oder wie du in Geldmodelle finanzieren kannst. Hast du verschiedene Möglichkeiten, sagen sie. Und du kannst dich nicht entscheiden. Okay. Deine Energie. Du möchtest schnell und direkt vorangehen. Du möchtest direkt vorangehen, aber irgendetwas hält dich hier zurück, liebe Waage. Und da du ein sehr feinfühliger Mensch bist, wirst du wissen, warum. Du hast es mit Menschen zu tun, die deinen Weg gehen. Und ich denke, du hörst dir das erstmal an, was die dir zu sagen haben. Und ich denke auch, dass du nicht alles mitmachst, was man dir erzählt. Weil es geht hier um deine Stabilität, um deine Selbstständigkeit, um deinen Selbstwert. Und da heißt es, nur weil der Hahn kräht und die Hühner hinterher krähen, musst du ja nicht mitgehen. Also du bist hier im Wankelmut drin, weil du dir erstmal anhörst, was die Leute zu sagen haben. Du holst dir hier Informationen ein durch Menschen, die schon da sind, wo du hin willst, die mit Geld zu tun haben, die Erfahrung gemacht haben. Und du überlegst hier, wie kann ich direkt vorangehen. Aber erst brauchst du die Informationen und du machst dir auch Gedanken. Ja, also auch wieder Schwertenergie, deine Energie. Du überlegst ganz genau, wie kann ich jetzt hier irgendetwas finanzieren? Wie kann ich hier zu Geld kommen? Wie kann ich sicher finanzieren? Also ein absolutes Geld- und Finanzthema hast du hier. Du stehst vor irgendetwas, vor irgendeinem Neuanfang in Bezug auf Geld, vor Anfänge, vor Investitionen, Neuinvestitionen, Anlagen, und da wirst du die Informationen von Dritten, wirst du die holen. Drei der Stäbe, du sollst vorangehen, du sollst vorangehen. Du planst in der Nostalgie, um den nicht entscheiden können, planst du aber auch schon, wie kann ich vorangehen. Also aus der Nostalgie, dem Recherchieren und Anhören, was andere machen, wie andere es machen, wirst du dann deine Möglichkeit finden, um hier mit drei der Stäbe ein Ziel zu haben, voranzugehen, planen. Du hast es hier mit einer Person zu tun, die schon sehr gut in dem Bereich Geld, Geldanlage zu tun hat
und die dich hier unterstützen wird, zu investieren. Das ist die Königin der Münzen ist eine Energie, die sehr feminin rüberkommt, die sehr weiblich ist. Muss nicht eine Frau sein, kann auch ein Mann sein, meine Schnuckis. Ja, aber diese Person weiß und die brennt für das, was sie tut. Die ist sehr charismatisch, sie ist sehr, sehr gut überzeugend und ist sehr ungeduldig. Und diese Person möchte dich gerne voranbringen. Wenn du aber das Gefühl hast, liebe Waage, diese Person ist mir nicht ganz geheuer und deswegen bist du im Wankelmut drinne, dann hat das einen Grund. Also auch hier nochmal wirklich gucken, ja. Hier wirst du etwas Altes beenden, du wirst transformieren. Es könnte sein, dass du dich von diesen Menschen abwendest und sagst, es reicht mir, was ich habe. Die andere Variante ist, dass du sagst, ich möchte meinen eigenen Neuanfang planen und das tue ich über Nacht, indem ich mir überlege, wie kann ich hier mit der Herrscherin, das bist du, wie kann ich hier mit dem Kopfjogging, du machst dir sehr viele Gedanken über diese Finanzgeschichte. Und es hat auch einen Grund, wenn du hier mit einem Menschen nicht vorangehst. Es kann aber auch sein, dass du sagst, okay, dann sind es nicht die, dann sind es andere Menschen, die dir den Weg weisen. Ja, also geben wir mal ein Beispiel. Du lernst jemanden kennen und die sagt, ja, du musst das so und so und so machen. Ne? So. Und dann gibt es andere, die sagen, nein, um Gottes Willen, aber das sollst du doch so und so machen. Und du wirst dir aus diesen ganzen Kommentaren und aus diesem Fühlen, was ist für dich richtig, wirst du die richtige Entscheidung treffen, wirst etwas beenden und wirst einen Neuanfang machen, wo du deinen Wert leben kannst und auch wirst, liebe Waage, ja? So. Dann schauen wir uns mal die zweite Woche an, meine Lieben. Ach du heilige Mutter Gottes, wir haben ein Seelenpartner-Thema. Sei auch in der Liebe frei. Mhm. Die sagen gerade bedürftig. Okay, Licht und Sonne. Ja. Sei in der Liebe frei. Bist du bereit für einen Seelenpartner? Die Liebe ist die 6. Das Licht und die Sonne mit der 6. Wir haben hier, das ist ganz spannend, hier fließt wie Lava die Sonne, ne? Die Sonne, die hier implodiert und die Sonne, die fließt. Die fließt hier den Berg runter. Hier sitzen zwei, die sich das anschauen, das Schauspiel. Zwei Menschen, Licht und Sonne, Seelenpartner, die gemeinsam sich dieses Naturereignis, Naturschauspiel angucken. Frage, bist du bereit? Wow, das ist geil. Entschuldigung. Manchmal plupst es beim Zwilling einfach so raus. Naja, mehr als dass ich dann irgendwas kriege. Und die das Video nicht gezeigt wird, kann ja nicht passieren. Ja, Waage. Irgendwie. Auch Waage, du selber, ne? 2, ausgleichend. Hier kommt etwas in den Finanzen und in der Liebe auf dich zu. Neue Wege. Du probierst dich aus. Langsam versuchst du, neue Wege zu gehen. Investiere ich das? Mache ich oder mache ich nicht? Was ich sehr schön finde, ist, was ich hier sehe, ist, du bist in deiner femininen Art. Du bist in der weiblichen Urkraft. Das ist sehr schön. Ja? Du lässt machen. Du lässt dich erobern. Du lässt dich kontakten oder connecten, kontaktieren, kontakten, ja. Ja, connecten. Die Kontrolle hast du abgegeben. Du musst nicht mehr, sagst du. Und dann haben wir die 10 der Münzen. Die ersten sichtbaren Ergebnisse kommen durch diese Neufinanzierung. Das heile Familiendasein, was hier kommt, weil du machen lässt. Und dann kommst du in deine Energie und sagst, und ich bin trotzdem noch eine Schwertfrau.
Aber du bist trotzdem in der weiblichen Energie. Das ist sehr, sehr genial. Ja, du lässt dein Gegenüber, dein Seelenpartner, du lässt dich von ihm erobern. Wie viele Beziehungen gehen kaputt oder finden gar nicht erst statt, weil die Frau so maskulin ist? Es ist schwer. Ich verstehe. Aber Waage, du hast zwei der wichtigsten menschlichen Themen auf dem Tisch. Einmal die finanzielle Freiheit, der finanzielle Luxus, deine Wertigkeit, du selbst. Und die Liebe mit einem Seelenpartner, eine neue Aufgabe auf der Seelenebene erwartet dich hier. Dieser neue Weg, den du gehen wirst hier, ist was Neues. Beständigkeit. 10 der Schwerter. Das macht dir richtig zu schaffen. Sei es, dass es zu langsam geht, sei es, dass du auf deinen Seelenpartner wartest. Was auch immer es hier ist, was dich mit 10 der Schwerter schachmatt macht. Die sagen gerade, es kann für einige von euch, also ich sag kann, ja, es ist für einige von euch so, dass ihr in der Vergangenheit etwas erlebt habt mit einem Partner, was euch unfassbar geschafft hat, was euch gestresst hat, was euch den Ausgleich genommen hat. Und es ist jetzt Zeit, hier neue Wege zu gehen, raus aus diesen 10 der Schwerter. Du musst nicht die Kontrolle über alles haben. Du musst nicht alles totdenken. Das ist nicht deine Aufgabe. Ja? Das ist nicht deine Aufgabe. 9 der Münzen hatten wir schon mal. Ja, da, und das ist positiv. Ja? Einmal hier dein Selbstwert, dein Luxus, den du in finanzieller Richtung leben willst, wirst du auch in der Liebe leben. Du lässt dich erobern. Du bist hier diejenige. Du kennst deinen Wert. Der Adler. Du bist der Adler. Du bist nicht eine Ente. Du gackerst nicht da unten irgendwo rum. Du bist der Adler. Du weißt genau, was Fakt ist. Du weißt genau, was Tacheles ist. Das ist genau das, was hier... Du bist eine sehr stabile Frau, die in einer Art der Akribie in extremer Art und Weise ihre feminine Art leben kann. Das ist nicht von dieser Welt, echt. Chapeau, Waage. Cool, ich freue mich. So, 10 der Münzen. Du arbeitest. Du lässt das Geld für dich arbeiten. Haben sie mir gleich gesagt. Du lässt das Geld für dich arbeiten. Du möchtest leben und möchtest, dass das Geld für dich arbeitet. Du möchtest mit wenig Aufwand viel Geld erwirtschaften. Das ist das Thema. So, und du möchtest auch an einem wohlen Zuhause, an einem lichtvollen Familiendasein möchtest du arbeiten. Du bist bereit für einen Seelenpartner, sehe ich hier. Und das ist er. Und deswegen wirst du hier so ein bisschen... könnte sein, dass du hier wirklich sagst, oh, es ist jemand, der sich mit Geld auskennt. Könnte ein Geschäftsmann sein. Könnte jemand sein, der in der Finanzbranche tätig ist, den du hier kennenlernst. Wo haben wir es? Das Geld, die Anfänge, hier. Über die 3 der Kelche. Über Freunde, Bekannte, über ein Treffen. Könnte es hier sein, dass du jemanden kennenlernst, der genau deine Interessen hat. Und das ist, ihr seht euch und du sagst, oh, ach du Heilige, ... Was ist das denn jetzt auf einmal? Ne? Also hier kommt noch einiges auf euch zu, liebe Waage. Ich wünsche euch von Herzen alles Liebe. Wenn ihr Hilfe braucht, meldet ihr euch. Doppelklick auf den Titel, dann öffnet sich die Infobox. Und dann könnt ihr gerne, wenn ihr möchtet, mit mir connecten. Ja, ansonsten danke für die Abos, die Likes, die Spenden. Und ich freue mich, dass ihr da wart und freue mich, wenn ihr wiederkommt. Und wünsche euch bis dato alles Liebe. Und für die, die Hilfe brauchen, bis gleich. Ich freue mich auf dich. Tschüss.